Und die Abenteuer in Ocarina of Time Masterquest gehen weiter und Navi nervt schon wieder. Wissen, diese Eisenstiefel sehen furchtbar schwer aus. Wenn du sie trägst, kannst du viel leicht am Grund des Sees herumlaufen. Ruhe auf den billigen Plätzen, wie oft denn noch? Denn ja, im letzten Part waren wir in der Eishöhle, haben diese gemanagt, wir haben alles Kulturs daraus geholt und sogar König Zur befreit. Und jetzt sollen wir das Bigorn-Schwert holen. Oh, das ist eine, nun, Augentropfen, brauche ich selber, ja, Mein Gehirn ist noch ein bisschen eingerostet, natürlich eingefroren, okay. Wir haben in jedem Fall die erforderlichen Zutaten dafür. Bringt diese Zutaten zum Labor am See, dort werden die Augentropfen für euch zubereitet. Doch eilt, denn die Zutaten müssen frisch sein. Werdet ihr es schaffen, bevor sie verderben? Natürlich, mit Epona kein Problem. Das hat selbst einen Glotzfrosch erhalten und bringt zum Hühnersehen, bevor ihn warm wird. Ja. Dann machen wir das doch gleich. Wir machen das, wir machen das. Und somit haben wir bald auch die Tauschquest hier mit dem Big Urban Schwert beendet. Das war jetzt sehr clever. Aber egal. Ja, vielleicht fragen sich jetzt einige von euch, wieso benutze ich nicht einfach die Hymne, beziehungsweise die Serenade des Wassers, nicht wahr? Um zum Hühnersee zu gelangen. Das Problem ist, wenn ich das mache, dann merkt das Spiel und setzt die Zeit auf eine Sekunde runter. Dann habe ich gar keine Chance mehr. Egal. Egal. Beeilen wir uns ein bisschen, denn so viel Zeit haben wir leider doch nicht. Aber keine Sorge, Freunde. Es ist zu schaffen. Es ist locker zu schaffen. Und da ist noch ein Herzteil. Aber ist mir egal. Autsch. Gut, du hast sogar keine mehr. Doch, eine müsste noch haben. Hier oben, oder? Ich dachte, hier oben an der Wand hätte es noch eine gehabt, die man nur als Erwachsener bekommt, aber... Kann man auch irren, ich hoffe sogar, dass ich mich irre. Kurz schauen. Ich bin gerade schon wieder der Schnellste, genau hier unten. Wir haben zwar insgesamt nur 3 Minuten Zeit, aber komm, das schaffen wir locker, hey. Wir brauchen noch keine halbe Minute, bis wir mit Epona am Hylia-See sind. Trap! Salam, geh baden! Das wäre Mario 64, oder? Ein bisschen das falsche Spiel. Gut, das wollte ich zwar gerade nicht, aber... Magie nehme ich natürlich auch gerne! Da, 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 da. Und da ist ja auch schon unsere treue Stute! Klang jetzt ein bisschen sexistisch? Wenn ja, dann tut es mir leid. Epona! Reite wie der Wind! Mach's wie... verdammt, wie hieß jetzt schon wieder? Wie habe ich sie genannt? Die Aurora, genau, Aurora. Ihr wisst schon, der mein roter Vogel da aus Skyward Sword habe ich Aurora genannt. Wegen der Göttin der Morgenröte, oder? Und weil der Vogel ist natürlich rot und wir können nur tagsüber fliegen, beziehungsweise nur morgen, weil wir nur morgens oder nachts schlafen können. Und ja, deshalb aber... da ist schon wieder so ein da ist ein Nachtschwärm, ja. Der scheint auch bei Tage, aber... Ja, lacht nur. Wir müssen... So, jetzt schon wieder. Hier war irgendeine Höhle, aber ist egal. Wir brauchen alle 5 Nachtschwärmer, um die letzte Flasche zu bekommen. Aber das mache ich erst am Schluss, weil es war sowieso mühsam und um die zu fangen, brauche ich ja leere Flaschen und ja. Wie gesagt, erst am Schluss. Hä? Okay, jetzt willst du mich aber verarschen. Jetzt will sie mich aber verarschen. Ey, Puder, hallo? Leute, das ist das erste Mal, dass ich es nicht schaffen werde. Komm schon, Epona, komm schon! Oh Mann, es wäre knapp! Alter! Ey. Haben wir richtige Spannung hier, wa? Nein! Wie gesagt, das erste Mal. Sag mal, Epona, was ist mit dir passiert, hey? Hä? Ja, ein bisschen schneller hier, bitteschön. Leute, wirklich, das ist das erste Mal, dass mir so eine Scheiße hier passiert ist. Und ich frage mich immer noch, wieso? Und frage, wieso wollte Epona da nicht drüber springen? Ja, sag nur eins. Master Quest ist ein Scheiß. Deshalb meine Empfehlung für euch, zockt das Original und nicht Master Quest, dann habt ihr keine Probleme. Egal, ist mir scheißegal! Trap! Doppelter Beinbruch!
Ich hab's ja gesagt, mir ist scheißegal, jetzt mach ich ein bisschen Rambazamba hier. Und zup. Unglaublich, einfach nur unglaublich, ey, was hier gerade für eine Scheiße im Laufen ist. Und ja, so auch für die ganze Kraft ausdrücken, nicht wahr? Aber hey, leck mal am Tschöpli, hey. Aus dem Weg, Mann. Aus dem Weg, ich bin auf dem Weg nach Britannia City. Stimmt so nicht ganz, aber sie ist mir jetzt auch egal. Aus dem Weg, Mann! Wie oft noch? Spuckt euch doch selber, ne? Gut. Schon viel besser. Schon viel besser. Ein Weitsprung! Gut gemacht, Link. Und wehe, Epona, du machst wieder so eine Scheiße mit mir. Mich ist da unten, oder? Mann, diese Pferde. Epona? Ja. Passt schon eher, oder? Das sagt ihr doch auch. Einmal hinhören tut sie noch. Einfach nur, dass sie auch noch springen kann. Mann! Hören tut sie, aber satteln lässt sie sich nicht mehr. Meine Fresse, hey. Was ist denn bloß los? Bin ich so ein schlechtes Herrchen, oder wie? Keine Moorrübe mehr. Ich bin out of Moorrüben. So, jetzt wird drüber gesprungen. Schwäb, geht doch. Yeah, 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 yeah. Du, 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 du. Ich hab noch eine Minute. Das reicht für gewöhnlich. Loboko. Ich betone 6er für gewöhnlich, wa? Na endlich, ey. Ein zweites Mal will mich die gute Stute nicht verarschen. Gott sei Dank. Gut, jetzt sind wir hier. Die Raben sind mir gerade scheißegal. Klopf, klopf. Reden. Hallo, ich bin gerade dabei, das Wasser aus dem Hylia-See mit einigen seltsamen Substanzen zu vermischen. Was hast du denn schon mal mit Asa, der alten Frau in Kakariko 6 angehst du gesprochen? Nö, sie hat viel von mir gelernt. Ja. So viel zum Smalltalk. Oh, wow! Ich habe keinen Glotzhorst mehr gesehen, seit Zuras Reif vom Eis überzogen wurde, Alter. Diese Augen schmecken göttlich. Endlich kann ich mal wieder gebratene Augäpfel in Sahnesoße essen. Großartig, richte König Zora meinen Dank aus. Bitte? Was willst du? Du willst, dass ich Augentropfen mache? Für die Kronhersteller, hä? Oh, wie außerordentlich schade. Das hättest du gleich sagen sollen. Was mach ich jetzt, hä? Ein bisschen Popel dran, hä? Ich weiß noch, ein paar Nase dran, dann? Egal. Bitte sehr. Hab sie gut vorgekaut für dich. Vorgekaut, meine natürlich. Ja, kein Schweizer. Okay, alles so schnell wie möglich zu den Koronen. Du bist ja noch jung und hast flinke Beine, oh ja, die Augentropfen sind aber leider verderblich. Auch wieder. Was, 4 Minuten diesmal? Oh Mann. Ich überlege ernsthaft, ob ich jetzt abspeichern sollte, aber ich glaube, es wird nichts bringen. Ich habe nie versucht, ganz ehrlich. Link! Hey, Alter! Die Steuerung will mich einfach verarschen. Nein, 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 nein! Alter! Also wenn ich mal... Das meinte Freund, dass ich die Kone hier nicht runter will. Sollte ich mal einen Nervenkasper kriegen, nicht wahr? Dann weiß ich, wann es liegt. Ein Masterquest! Hey, hey, ja, ich schlag dir auf das Bein, nee. Das war was anderes. Gut, und jetzt aber schnell, ey! Minute mit dem Scheiß hier vertrödelt. Gut. Und jetzt schnell auf zu den Koronen. Und das ist ein kleines Problem, da muss ich einen kleinen Umweg nehmen, wa?
Yeah! Juhu! Bin natürlich schneller gehen, wenn ich direkt zum... Ja, zum Feuertempel beamen könnte, aber leider geht das ja nicht. Das lässt das Spiel nicht zu. Schade eigentlich. Doch, was will man machen? Genau, man muss die Spielregeln beachten. 2 Minuten? Ja, müsste gehen. Müsste. Und leider kann ich mit den Polen nicht durch die Stadt reiten. Vor allem nicht die Treppen hinauf. Ja, schon gut. Dankeschön, du widige Stute, war egal. Aber natürlich, die Treppen hochrollen, das klappt. Wieso auch nicht? Also, ganz geschwind. Nach 2 Minuten, das müsste gehen. Hoffe ich, denke ich, glaube ich. Bin ich sicher? Nö. Bin ich leider nicht. Yeah. Genau, müsste klappen. Müsste doch klappen. Müsste schätzungsweise noch 30 Sekunden übrig haben. Wie gesagt, schätzungsweise. Und auf meine Schätzungen kann man sich sowieso nicht verlassen. Ich habe keine Zeit, tut mir leid. Ich hab's ein bisschen eilig, wenn ihr versteht, oder? Verstehen sie zwar nicht, aber ist mir auch so Wurst wie Käse. Da oben ist auch noch ein Herzteil. Wow. Das war knapp. 1,5 Minuten noch. So, jetzt geschwind da hoch. Yep. Den Berg hochholen. Das klappt doch super. Ich werde nicht langsamer. Nö, wieso auch? Es klappt doch wie angegossen. Oh mein Gott, die Zeit rennt mir davon. So, also noch hier durch. Weißt du noch was Besonderes hier? Nö, glaub nicht, was, es war nur das Kind. Genau. Außer wenn ich mich nicht komplett irre, waren doch danach ein paar Käfer. Also sprich Spinnen. Die mir das Leben schwer machen wollten. Oh ja. Da waren ein paar. Das ist ein Masterquest plötzlich mehr als früher. Was mit der hier neu? Egal, ich muss mich beilen. Ist mir egal, wenn da so ein Wasserläufer kommt, wer da überhaupt so gerade gekommen ist, aber ist mir, wie gesagt, scheißegal. Ja, komm schon, Bigon ist doch gleich da. Wir haben es doch gleich. Oh mein Gott, ich dachte gerade eine Sekunde lang, der käme nur bei Tage heraus. Na, das wäre ja fehl gewesen, ey. Guck mal, was ich für dich habe. Du bringst hier auch einen Tropfen? Du bist meine Rettung, Alter. Ich werde sie gleich ausprobieren. Ja, mach's mal. Ich hab Skulptula gehört. Wow, Mann! Unglaublich grandios! Ich kann wieder sehen! Yes, I can see! Endlich kann ich da schmieden. Hier nimm diesen schon ein paar Tage vorbei, Alter. Noch einige Tage. Gut Dinge wie Weile haben, nicht wahr? Geduldig noch! Geduld ist aber nicht meine Stärke. Du. 3 Tage, wa? Aber diese Zeit kann man doch locker abkürzen. War gerade ein bisschen falsch, aber egal. Ganz genau, wir spielen die Hymne der Sonne. Das Problem ist ja, dass die jeweils von Tag zu Nacht wechselt. Das könnte man sagen, 12-Stunden-Wechsel, oder? Also müssen wir das Teil leider 6-mal spielen. Und das war Nummer 2. Und, wie hat's in der Nacht? Oh, ja. Das war die Nummer 3. Wir sind bei der Hälfte angekommen. Yeah. Seht ihr, geht doch eigentlich ganz recht zügig. Guten Morgen, liebe Welt! Und gute Nacht! Au! Ja, heul doch, Menschenskind.
Die Nummer 5. Glaube ich. Denke ich. Weiß ich nicht. Ah. Geht doch. Und das ist auch schon die 6. Jemand. Na, wie sieht's aus, Alter? Hier ist es. Endlich. Jemand, das Picaron-Schwert. Diese Klinge ist unzerbrechlich. Und die beste Waffe für den Wassertempel, vor allem für den einen Endboss. Das frage ich mich gerade direkt. Also, nicht Endboss, ein Zwischenboss von da meine ich. Ja, ist mir schon klar, bin ich jetzt im falschen Eingang oder so. Naja, was soll's. Weil ich habe mich gerade gefragt, ob ich eigentlich die Truhe da noch geholt habe, die ich ja als Kind da holen kann. Das Truhe, weil da drin war ja. War ein Gegner? Egal. Da war ja eher eine Kiste und da drin war ja eine Skulptur. Deshalb frage ich gerade. So, ist eine Feenquelle. Wie sieht's aus? Kannst du mich ein bisschen aufheilen? Ich hoffe, das kannst du das auch. Yeah, yeah, yeah. Geheilmann. Wir sind so cool. Na, und wie sieht's aus? Ein bisschen aufhalten. Hallo, mein süßer Mike, wir haben uns lange nicht mehr gesehen. 7 Jahre sind vergangen. Oh, du bist ein stattlicher junger Mann geworden. Na, wie wär's mit uns bei. Ich hab gerade andere Sorgen. Tut mir leid. Ja, Mann, die Power von 8 Herzen wieder. Für 1. Sehr schön. Das Zertifikat brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Was heißt eigentlich, wir brauchen es wirklich nicht mehr? Stahlhammer brauche ich, glaube ich, noch. Und das Picaron-Schwert! Block können wir zwar noch, aber jetzt haben wir einen tollen Zweihänder, der richtig reinhaut, hey. Aber so richtig. Ja, versteht schon, so richtig. Gut, gut, gut. Jetzt müssen wir kurz überlegen. Ich hoffe, ich überlege nicht zu lange. Jo, was soll's. Na, 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 na. Ja! Voll vorbei, aber ist mir gerade auch sowas von egal. Jetzt hier noch eine. Oh yes! Ich wollte mich austricksen! Doch, da ist mein Falschen gelandet. Yeah. Du willst Stress, Mann? Du willst Stress! Wow, wow. Alter, den Berg hoch, klappt das nicht so gut. So, ich bin viel besser. Wow, wie lang die Klinge ist. Jetzt hab ich doch. Eine Skulde habe ich jetzt zwar geholt, aber ich dachte, es gäbe hier noch eine. Ist nicht direkt hier, sondern. Au, au, immer das Knie, oh, immer mein Knie. Na, ganz kurz, jetzt schon der Tag. Nein! Oh, so knapp, hey. Ich dachte, mit dem Stahlhammer ging es auch. Dann holen wir sie halt schnell zurück. Ist kein Problem, nicht wahr? Bäm! Volle Kopf vom Hals getrennt. Oder wohl eher den Schädel vom Hals, egal. Sonst kann noch etwas vergessen. Ich guck mal schnell auf die Karte. Die Kaminen habe ich noch, das wäre nicht das Problem, die noch holen. 45 Skulltullers, Alter, ist das krass. Ich überlege gerade, habe ich noch irgendwie was, was ich noch machen könnte oder so? Ah, die Flaschen, genau, das wäre doch was. Ja, ich überlege schon. Ich überlege gerade ein bisschen lang, ich weiß. Wie ging das Lied schon wieder? Nicht zu fassen, nicht zu fassen, ich kenne das Lied nicht mehr. Ah, das jetzt schon wieder. Ah, so. Alles klar. Das Manuett des Waldes. Oh ja, zu den verlorenen Wäldern. Wir werden zu verlorenen Kindern.
Du, ja, jetzt geht's richtig ab. Oh yeah. Der Tag geht mir auf die Schallkreise. Du. Obwohl, geht ja auch so. Und tschüss, Mann. Das ist die Kraft unseres Bigoron-Schwerts. Ein bisschen Kies gibt's auch noch. Nur mit dem klappt's natürlich nicht, wa? Dafür ist der Fanghaken. Ja, so gut. Was mache ich hier? Herzen kann ich auch später noch holen. Ja. Okay, eine Flasche fülle ich noch auf, die andere behalte ich noch. So leer wie sie ist. Weil ich muss sowieso früher oder später da auffüllen. Und zwar mit Käfern oder Nachtschwärmern. Zum Feenbohnen. Yep. Eine wäre eingesagt. Eine noch gebrauchen. Dankeschön. Gut. Fantastisch. Jetzt mal kurz überlegen, was brauche ich wohl im Wassertempel alles? Nur mal schon, damit ich ein bisschen gut ausgerüstet bin. Unter was kann ich sowieso kaum was einsetzen. Ja, Pfeile. Die brauche ich doch fast immer. Gut, das hätten wir auch. Also jetzt. Die Serenade des Wassers. Verdammt, sagt das gerade noch. Oh je. Yeah. Die Melodie ist cool. Übrigens meine Lieblingsmusik aus Ocarina of Time. Ohne Witz. Aber mit viel Spaß. Wir sind angekommen. Ich gerade etwa auf der... Oh verdammt, hier gibt's auch noch einen Skulltula. Ich aber gerade. So, da drüben war die ich als Kind holen kann, das weiß ich noch. Hier oben hat es auch noch eine. Aber die war ein bisschen mühsam, aber da war doch ein Enterhaken dazu. Yep, der Fanghaken ist viel zu kurz, aber auch den Enterhaken dafür. Ja. Geht nicht anders. Gibt es sonst auch noch was Besonderes? Nö, oder? Okay, jetzt seid uns besonders. Moment mal, das macht gleich nachher. Anzuziehen, aber erstmal ins feuchte Nass. Und betreten wir den Wassertempel. Oh yeah. Also. Die Wasserklamotten, die Zora-Rüstung und die Eisenstiefel. Blub. Oh yes. Wassertempel, öffne dich! Ich sag, du sollst dich öffnen! Habt ihr das jetzt gesehen? Habt ihr das gesehen? Das Teil verarscht mich. Oh ne, Witze. Egal. ja. Der Gockel unter Wasser gehört, auch nicht schlecht. Und willkommen im Wassertempel. Da sind wir endlich, wa? Der verhassteste Tempel in ganz Ocarina of Time und meiner auch. Und wie der ein Masterquest sein wird, das erleben wir in der nächsten Folge. Dann geht's hier spannend weiter. Und ich habe das Gefühl, dass wir etwa 4-5 Parts sicher beanspruchen. Auch wenn es überlänge Parts sein sollten. Oh mein Gott. Wünsch mir Glück, Freunde. Wünsch mir Glück. Und ich habe überhaupt keine Lust, den zu machen. Oh Mann. Ciao zusammen.